Herzlich willkommen in unserer neu geschalteten Halle. In diesem Video gibt es eine Roomtour. Ich zeige euch alle Tools und Features, die wir jetzt hier eingerichtet haben. Wie wir hier umgebaut und neu eingerichtet waren, habt ihr in einem separaten Video gesehen. Jetzt geht es an die Roomtour und die wird auch relativ lang. Ich spanne euch gar nicht lange auf die Folter und zeige euch, was wir uns bei den ganzen Gimmicks und Einrichtungen gedacht haben, die wir jetzt hier rangebaut, rangeschraubt und eingerichtet haben. Ich würde sagen, starten wir im Waschbereich. Das letzte Mal persönlich haben wir uns oder ihr mich sozusagen am Freitag gehört. Heute ist Montag. Das heißt, wir sind fertig. Wir haben hier drin sogar schon 3 Autos gewaschen. Und jetzt sage ich herzlich willkommen zur Roomtour. Ich zeige euch alles, was wir geändert haben, vor allen Dingen, was wir wohin geräumt haben, was wir uns dabei gedacht haben. Ein paar Spielereien, die ich auch schon auf Instagram angeteasert habe, habe ich auch noch für euch vorbereitet. Das heißt, wir gehen jetzt einmal komplett durch die Halle durch. Ein Wort noch vorweg. Leider müssen wir mit dem Boden, so wie er aussieht, leben. Es sollte eine schmutzbeständige, schmutzabweisende Spezialbeschichtung sein. Was soll ich sagen? Also schmutzabweisend ist hier gar nichts. Nicht nur, dass teilweise Farbkleckse irgendwie vom Lederfarbemischen nicht abgehen, sondern auch ganz normaler Schmutz geht einfach nicht ab. Deswegen bitte da keine Kommentare. Wir wissen, dass der Boden nicht gut aussieht, aber das wäre vom Aufwand her sehr groß und auch preislich sehr teuer. Deswegen bleibt er erstmal, aber der Rest ist alles gemacht. Wir starten direkt an unserem Eingangstor mit dem ersten geilen Feature. Unser Reinigungswerkzeughalter ist hier geblieben, den haben wir einfach wieder angeschraubt, ist halt praktisch, so hat man immer schnell Zugriff drauf und rennt nicht immer nach hinten, was auch dazu führt, dass man die Dinger tatsächlich benutzt und sie nicht nur einmal im Monat Grund reinmacht, dann würde der Boden hier noch schlimmer aussehen. Jetzt kommt mein erstes Highlight in der Halle, habe ich mir zusammen mit dem Mario und dem Mo ausgedacht, also der Input kam von Mo, mach doch mal sowas, und Mario und ich haben uns ausgedacht, wie wir es machen. Das ist eine Fußmattenreinigungsstation. Ausklappbar, arretiert auch oben, ist er wirklich stabil, also weiß ich nicht, ob ich mich jetzt draufsetzen muss, aber brauche ich ja auch nicht, sodass ich halt wirklich Fußmatten einfach mal ordentlich hinlegen kann. Ich kann sie durchbürsten, ich kann sie hier oben in einer angenehmen Höhe absaugen, es fällt der ganze Dreck durch. Wenn ich hier Reiniger zum Shampoonieren aufsprühe, fällt der auch durch und ich habe keine nasse Rückseite der Fußmatte. Deswegen das wirklich mega, kann jetzt hier wie gesagt arbeiten, kann die Fußmatte bürsten, schrubben, reinigen, saugen, was auch immer ich damit tun kann oder will. Und dann, wenn ich fertig bin mit allen Fußmatten, die ich bearbeite, packe ich die natürlich wieder zurück ins Auto und kann ganz bequem hier unten per Klick das Teil wieder an die Wand klappen und es ist aus dem Weg, es stört nicht. Wir haben hier kein Hindernis, was man irgendwie umlaufen, umfahren muss. Für alle, die fragen, da sind einfach 2 Klappkonsolen aus so einem Regalbau im Endeffekt und ein Gitterregalboden, wo man eigentlich Klamotten oder irgendwas anderes drauflegen kann. Gibt es im Baumarkt, kann man sich einfach so umsetzen. Ich habe keine Ahnung, vielleicht 30 Euro oder so Materialpreis. Jetzt habe ich hier eine feuchte Fußmatte und will die irgendwo trocknen lassen. Draußen ist vielleicht Kackwetter. Ich kann sie nicht draußen an den Zaun hängen oder draußen zum Trocknen aufhängen oder hinlegen. Auf den Boden legen will ich sie auch nicht, weil der Boden ist nass, der Boden ist dreckig und dann wird zumindest die Rückseite wieder schmutzig. Deswegen laufe ich dann einmal hier rüber zur Halle. Wo es am wenigsten stört, haben wir eine weitere Konstruktion uns ausgedacht. Und zwar eine Fußmattentrocknungsstation mit im Endeffekt Karabinern und diesen Federzwingen in einer ganz kleinen Ausführung. Können wir hier bis zu 10 Fußmatten einzeln oder wenn es, sagen wir mal, jetzt größere sind, simulieren wir das jetzt einfach mal, dass es eine größere Matte ist, die auch an 2 aufhängen, wenn ich den ganzen Platz nicht brauche. Und dann hängen die hier mit ein bisschen Abstand zum Tor und können in Ruhe trocknen. Hier oben ist ein ganz leichter Luftzug, weil das Tor hier zwar eine Gummidichtung hat, die ist aber natürlich nicht hundertprozentig dicht. Deswegen haben wir auch immer Luftzirkulation. Und selbst wenn das Tor ein bisschen schmutzig wird, das ist einfach eine Kunststoffoberfläche, die kriege ich viel leichter sauber als jede Wand. Und wie gesagt, es hängt nicht komplett an der Wand, sondern hängt hier hinter ein bisschen frei. Finde ich eine mega Konstruktion, dass die Fußmatten auch wirklich schnell trocknen und vor allen Dingen nicht im Weg sind. Also die beiden Tools in Kombination, glaube ich, werden den Alltag erleichtern. Klar, sauge ich die jetzt nur ab, muss ich sie nicht zum Trocknen aufhängen, aber spätestens, wenn ich sie schamponiere, dann mache ich das. Apropos Schamponieren, da gibt es auch noch was, was so bleibt, wie es ist, denn ich möchte natürlich an meiner frisch beschichteten Wand nicht gleich mit dem Hochdruckreiniger und Reinigern arbeiten und die vielleicht gleich wieder voll sauen. Deswegen bleibt unser umfunktioniertes Durchwurfsieb für das Kärchern, also für das nasse Reinigen von Fußmatten bestehen. Wir haben am Ende herausgefunden, dass die beste Variante ist, wenn wir das Tor einfach ein Stück hoch machen, dass das Wasser ablaufen kann. Das Ding ans Tor ranstellen, weil auch hier wieder das Tor ist eine Kunststoffoberfläche, die ist beschichtet. Die können wir super leicht sauber machen. Dann wird die Fußmatte mit Federzwingen hier rangeklemmt, durchgekärchert und dann zum Bearbeiten rüber an unsere Fußmattenstation. Also das haben wir beibehalten tatsächlich, weil es wirklich gut funktioniert hat. Weiter geht's in unserer Waschhalle. Wir haben einfach hier ein bisschen umorganisiert und umgeräumt. Hier ist sozusagen der Arbeitswagen mit den ganzen Sprühflaschen mit Reinigern drin, die wir aktuell benutzen. Hier wird sich mit der Zeit noch einiges ausdünnen. Wir haben natürlich ganz viel
Shampoos und Felgenreiniger, irgendwelche Testprodukte noch in Ecken und Kisten und so gefunden, die wir jetzt hier erstmal aufbrauchen und dann wird das alles ein bisschen übersichtlicher. Was ich ganz cool finde, der Wagen ist so ein Servicewagen eigentlich für Werkstattbereich, habe ich bei PV Stahlgruber gekauft, dass man hier die Felgenbürsten einfach zum Trocknen einhängen kann. Ne? Dadurch stehen sie immer trocken, sie werden nicht dreckig, liegen wieder nicht irgendwo die ganze Zeit im Eimer drin, sondern können hier einfach reingesteckt werden und können in Ruhe trocknen. Gleich in Kombination mit dem Reinigerwagen. Wir hatten ja vorher diese Handtuchhalter hier an der Wand. Da lief auch immer alles an der Wand runter. Das war irgendwie immer da, wo man es jetzt nicht braucht, weil ich brauche es jetzt vorne hinten und muss jetzt hier hin den Reiniger holen. Und den Wagen kann ich mir einfach mitnehmen, wenn ich weiß, ich brauche jetzt mal 5 verschiedene Reiniger an einem Auto, ziehe ich mir das Ding mit ums Auto rum, zusammen mit meinen Bürsten und habe einfach ein komfortableres Arbeiten. Als wir hier gestrichen haben, standen wir vor der großen Herausforderung, was machen wir mit dem unteren Wandbereich? Denn der wurde mit der gleichen, ja, eigentlich Epoxidharzbeschichtung damals beschichtet wie der Boden. Und so wie der Boden jetzt noch aussieht, so sah halt auch die Wand aus. Das heißt, wir haben den oberen Bereich gestrichen und standen dann hier in der Halle und haben den unteren Bereich gesehen und dachten, Kacke, das sieht nicht schön aus. Haben dann die ganze Zeit überlegt, wir wollten das halt nicht neu beschichten lassen, weil das relativ teuer ist, gerade an einer horizontalen Fläche. Da hätte man nicht die gleiche Farbe getroffen und haben die ganze Zeit überlegt, was wir machen. Haben auch probiert, ob Wandfarbe drauf hält. Das funktioniert alles nicht. Die wäre abgeblättert und war auch gerissen beim Trocknen. Und dann bin ich aber drauf gekommen, dass man eine Fußbodenfarbe nehmen kann. Es gibt spezielle Fußbodenfarbe, die dafür gedacht ist, im Keller, in Kellerräumen oder in Nutzräumen und auch in Garagen den Fußboden mit zu streichen. Die ist sehr beständig, auch schlagfest und gerade weil hier nicht permanent Wasser drauf steht, haben wir gesagt, wir nehmen diese Fußbodenfarbe, haben quasi einen Testspot gemacht, haben es angestrichen, trocknen lassen. Es ist nichts gerissen, nichts irgendwie abkratzbar, also das ist wirklich eine stabile, feste Farbe, die auch wasserbeständig ist. Sie ist nicht dafür da, dass permanent Wasser drauf stehen bleibt. Das steht extra mit drauf. Deswegen würden wir sie auch nicht für den Boden hier bei uns nehmen, weil einfach zu viel Reibung, zu viel Mechanik, zu viel Reiniger auf dem Boden sind und das Wasser auch immer steht. Aber gerade für die Wand, wo nun mal was ranspritzt, eine super Lösung. Wir sind hier mit einem, ich weiß gar nicht, wie viel da drin war, mit einem Eimer ausgekommen, der war für 20 bis 27 Quadratmeter. Wir haben hier relativ genau 20 Quadratmeter Wandfläche gemessen, wollten zweimal streichen, haben wir auch getan, sind trotzdem nur mit einem Eimer ausgekommen. Warum? Weil die Fußbodenfarbe für Betonböden, unbehandelte Betonböden gedacht ist. Das heißt, die saugt natürlich mehr als eine vorab beschichtete Wand. Deswegen sind wir auch mit einem Eimer, also Materialkosten von 50 Euro plus Farbrolle ausbekommen. Das war echt mega. Ich finde das Ergebnis auch schön. Wir haben jetzt hier nochmal einen Akzent drin. Es sieht wirklich gut aus und es eben erfüllt unsere Einsatzzwecke. Wie gesagt, wir werden sehen, wie lange das hält. Wenn es irgendwann nach einem Jahr auch nicht mehr schön aussieht, weil es nicht gut reinigbar ist, streicht man es halt einmal im Jahr neu. Aber auch hier, die Farbe ist jetzt dunkler und dadurch auch nicht mehr ganz so empfindlich. Hier haben wir endlich mal die Hochdruckreinigerhalter oder Hochdruckreinigerlanzen, die in unser Klicksystem passen. Ein bisschen schöner angebracht, sonst mussten wir die immer irgendwo hinlegen, an Hochdruckreiniger befestigen. Jetzt ganz einfach mit so einem, ich weiß gar nicht, wie man die nennt, so eine Aufhänger halt für Besen, die wir auch vorne benutzt haben, kann man die einfach einhängen. Direkt daneben provisorisch der Hochdruckreinigerschlauch mit Pistole. Dazu muss ich gleich sagen, wir haben schon eine Abroll-Hochdruckreinigerschlauchtrommel, ein schönes deutsches Wort übrigens, bestellt. Also das gleiche Prinzip wie hier bei unserem Gartenschlauch. Das heißt, da haben wir dann den Hochdruckreiniger samt Schlauch angebracht, raus, wieder rein und dann ist es noch aufgeräumter. Aber die hat ein bisschen längere Lieferzeit, deswegen ist die jetzt noch nicht da. Die wird dann kommen, dann kommt diese Konstruktion hier wieder ab mit den zwei Haken. Das ist jetzt wie gesagt erstmal nur, dass er aufgeräumt und weg ist und nicht auf dem Boden rumliegt. Wir reinigen nochmal den Boden hinten im Hintergrund, deswegen lasst euch nicht irritieren, wenn es zwischendurch macht. Das ist der Dominik und der Marcel, die schrubben. Wir machen hier weiter an den Regalen. Wir haben uns mit Absicht für offene Regale entschieden. Ich habe lange mit mir gehadert. Ich finde es auch schöner, wenn alles verborgen hinter Türen ist und man es einfach nicht sieht. Da ist natürlich ein offenes Regal weniger praktisch, aber, jetzt kommt das große Aber, das Regal lässt sich einfach gut reinigen. Das ist ein Kunststoff-Metallregal. Jeder einzelne Boden trägt 120 Kilo, das heißt, es hält auch eine ganze Menge aus. Ist wie gesagt innen auch metallverstärkt, deswegen ist es so stabil, aber vor allen Dingen ist es gelocht. Es kann nass werden, es kann zur Not mal abgekerchert werden, richtig geschrubbt werden und wir kriegen es einfach sauber. Deswegen habe ich mich entschieden, oder wir uns entschieden, hier zwei Regale davon reinzustellen in den Waschbereich. Sind auch an der Wand festgeschraubt, sodass nichts auf das Auto mal kippen kann, wenn es aus irgendeinem Grund mal kippen sollte, weil man jetzt so doll dran zieht oder so. Und die haben wir dann wie folgt eingerichtet. Oben drauf ist noch ein bisschen Platz. Da sind aktuell noch die Handschuhe, die jetzt hier nur auch zwischengeparkt sind, weil auch hier, wir haben
einige Ecken, wo wir wussten, das wird sich im Laufe des Arbeitens ergeben. Macht es hier Sinn oder will ich es doch lieber woanders haben? Wo hätte ich es gerne? Hätte ich es an der Wand befestigt? Will ich es auf dem Wagen haben? Deswegen haben wir so ein paar Punkte, wo ich sage, das wird sich noch ergeben, da wird sich noch was ändern. Weil wenn ich die jetzt wieder an die Wand schraube und ich stelle fest, nee, der Platz ist doch blöd, dann habe ich wieder Löcher an der Wand. Deswegen liegen die erstmal hier oben drauf. Wir haben hier noch ein bisschen Platz, wobei wir den Platz auch nicht so gut nutzen können, weil hier eben der Schwenkbereich der Trommel ist. Und wenn man den Schlauch dann hier lang zieht und alles immer runterfällt, nervt das auch mega. Deswegen denke ich mal, das obere Regal wird so ein bisschen genutzt für irgendwie Schlauchzubehör oder Schlauchtrommelzubehör, vielleicht ein paar Handschuhe, mal ein Kniepad. Also das wird so ein bisschen variabel sein und wahrscheinlich auch gar nicht weiter benutzt werden, auch wenn die Handschuhe vielleicht nochmal woanders hinkommen. Eine Etage tiefer haben wir unsere Tücher, die wir für den Waschbereich brauchen, in drei durchsichtigen Kisten organisiert. Warum durchsichtig? Ich sehe, wenn es leer ist, ich sehe, wenn ich was waschen muss, ich sehe auch, was drin ist und muss es nicht gleich beschriften, sondern kann intuitiv zugreifen. Ich brauche ein Trockentuch, verschiedene Waschhandschuhe oder eben vorne Glastücher, innen einfach mit hinten in der Pappe abgetrennt, gerade leer, müssen wir waschen, Allzwecktücher, ne? Lacktücher, also hier so Detailertücher 40x40, ganz normal. Alles in einer angenehmen Höhe, weil wir haben natürlich auch überlegt, okay, wie räumen wir die Regale ein, sodass vielleicht das, was ich dauernd brauche, nicht da unten ist. Dass ich nicht dreimal am Tag, dreimal in der Stunde hier runtergehe und ein Tuch raushole, sondern halt sage, okay, Handschuhe, Tücher brauche ich oft. Das heißt, Arbeitshöhe, einfach Kiste auf. Und das, manchmal ergibt sich sowas ja auch. Ne? Der Deckel ist zwar abnehmbar, aber der ist hier schön begrenzt. Das heißt, ich kann ihn einfach aufheben, hier reingreifen. Und der fällt wieder zu, ohne dass ich den befestigen muss, weil einfach die Höhe gut passt. Finde ich super praktisch, ist jetzt nicht vielleicht die ästhetischste Lösung, aber passt auf jeden Fall so. Eine Etage tiefer, auch noch so ein Fach, was noch relativ frei ist, hier auch bei den Kanistern. Wir haben noch viele Kanisterprodukte, also Produkte in großen Gebinden, die wir aufbrauchen und danach nicht nachbestellen, weil wir Alternativen dafür haben oder weil sie einfach Testprodukte waren. Deswegen stehen hier noch zwei mit drin, die kommen dann eigentlich rüber. Und hier haben wir noch einen Boden, Regalboden, der auch frei ist. Auch das war mir wichtig, dass wir noch ein bisschen Platz lassen, damit nicht gleich wieder, wenn neue Produkte dazukommen, wieder irgendwas irgendwo hingestellt wird, weil kein Platz ist. Denn eine wichtige Regel, um Ordnung zu halten, habe ich festgestellt, ist, sorge dafür, dass alles seinen festen Platz hat und nicht einfach irgendwo hingeräumt wird. Weil wenn es irgendwo hingeräumt wird, findest du es erstens nicht wieder und zweitens bilden sich so Müllecken, wo irgendwie alles drin ist, was man gar nicht mehr zuordnen kann. Deswegen, wie gesagt, provisorisch erstmal oder vorübergehend genutzt. Hier drin sind auch einfach mangels Platz noch so ein paar Sachen, die wir zwar dauernd brauchen, aber die ich jetzt woanders nicht untergebracht habe, weil so eine Silikonblade für eben bestimmte Autos und diese ganzen Federzwingen, die wir auch benutzen, um irgendwas festzuklemmen, um Fußmatten das zu reinigen. Also Sachen, die wir auch regelmäßig brauchen, oder Gurte festzuhalten, aber die jetzt noch keinen eigenen Platz haben. Deswegen, das wird sich mit Sicherheit auch nochmal ändern. Erstmal steht es hier. Eine Etage tiefer war mir ganz wichtig. Das ist der Kränzle-Hochdruckreiniger, den wir jetzt hier drin haben. Einmal gedetailt, habt ihr ja gesehen, schön sauber gemacht. Der liebe Mario hat sich da ganz viel Mühe gegeben. Liegend. Das ist nämlich bei dem Gerät ein Manko, der jetzt hier zum Vorteil wird. Oder das Manko, das jetzt hier so, egal. Es ist auf jeden Fall etwas, was eigentlich schlecht ist, was hier aber zum Vorteil wird. Der Kränzel soll im Dauergebrauch liegen. Also wenn man mal kurz eine Ecke sauber macht, 10 Minuten, kann der auch stehen. Aber der ist so konzipiert, dass der liegend benutzt werden soll. Das ist jetzt hier der Vorteil, weil er schön ins Regal passt, vom Boden weg ist, aufgeräumt ist, nicht dauernd dreckig wird. Aber trotzdem seinen Platz hat, ohne dass wir jetzt ewig lange Kabel verlegen müssen. Wir hätten ihn natürlich auch in Abstellraum stellen können und Hochdruckkabel hier hinterziehen können. Hätten wir auch keine Kabel oder keinen Kränzel im Weg gehabt, aber so passt er jetzt ins Regal, liegt da gut und ist trotzdem in Griffweite, ohne dass wir meterlange Schläuche kaufen müssen. Weiter zum nächsten Regal. Hier zwischen ist ja unser Wasseranschluss, also im Endeffekt das, wo der Hochdruckreiniger gespeist wird, die Schlauchtrommel gespeist wird und wo wir unser Eimer füllen oder Gießkannen oder was auch immer. Hier steht noch ein großer 25-Liter-Kanister, für den wir noch keinen Platz gefunden haben, weil er einfach zu hoch ist. Mal schauen, wie wir es dann machen, ob wir den hinten lagern und immer einen 10 Liter umfüllen oder der sich vielleicht doch noch irgendwo findet. Wir sehen, aber der steht da auf jeden Fall nicht im Weg. Dann kommen wir auch schon zu dem Hauptanwendungszweck dieses Regals, war Kanisterlager. Wir haben hier oben drauf natürlich noch ein paar Sachen, unseren Blower, einen Sauger, wenn man wirklich nur mal schnell ein paar Krümel raussaugen will mit Akku und unsere Verlängerungsgeschichten oder Stromverlängerungen, Kabeltrommeln und auch hier so ein kleiner Tower. Und hier runter dann unsere ganzen Reinigungs- und Waschprodukte, die wir für den Nassbereich, die Autowäsche oder Reinigung außen brauchen. Wie gesagt, hier ist noch sehr viel drin, was, wenn es leer ist, vielleicht nicht mehr nachgekauft wird. Aber zum Wegschmeißen oder Weggießen ist einfach zu schade. Das macht ja gar keinen Sinn. Deswegen hier nochmal mit eingeräumt. Das wird sich, denke ich mal, vielleicht noch auf einen Boden reduzieren, sodass wir hier noch einen oder zwei Böden Platz haben. Ihr seht, hier unten ist auch noch frei. Auch da wieder lieber erstmal Platz haben. Der findet sich später einen Anwendungszweck, aber wir haben auf jeden Fall erstmal Abstellmöglichkeiten.
Der Boden ist gar nicht leer, er ist nur gerade leer. Mir ist es eingefallen, da kommen unsere Wascheimer umgedreht rein, wenn wir sie abends nicht mehr brauchen, weil sie können dann natürlich durch den Regalboden auf den Boden tropfen, durchs Gefälle läuft das Wasser ab, der Eimer ist trocken, staubt nicht ein. Dafür war der da, ist nur gerade nicht drin, deswegen habe ich schon wieder vergessen. Das Bedienelement von der Hebebühne hat auch endlich seinen festen Platz. Gefällt mir super, steht hier wirklich schön drin, steht nicht mehr im Weg. Sieht auch optisch gut aus, ist jetzt nichts Spannendes, aber wir hatten das extra so vorgesehen, dass das da reinpasst. Kommen wir zu unserem Sonic-Schrank. Ihr habt ja im Umbauvideo gesehen, dass wir den vorher hinten an unserer großen Wand hatten. Jetzt haben wir den hier umgestellt, weil wir einfach Schrankmaterial hier brauchten. Hier sind alle Reiniger in Kleingebinden drin, die wir so brauchen. Waterspot Remover, Nassversiegelung, Insektenentferner, Shampoos, Teerentferner, was auch immer wir alles so brauchen. Reifenpflegezeug, Haushaltsreiniger sozusagen, die wir mit benutzen. Also alles hier einsortiert. Eine große Kiste Scrubpads und Schwämme, die man auch so braucht. Und hier noch aller möglicher Kram, den man nicht permanent braucht, wie zum Beispiel kleine Trockentücher. Oder auch hier die ganzen Waschhandschuhe, ne, so eine Fünf-Finger-Handschuhe sind hier noch drin, mal ein Schwamm, wenn man den mal benutzen will. Also alles, was man nicht jeden Tag braucht, aber doch immer mal wieder und deswegen nicht weggeräumt werden sollte, ist dann hier drin. Und hier haben wir nochmal eine kleine Sammelkiste in der Mitte, da sind die Squeegees drin, also die Abzieher. Mit denen kann man Scheiben putzen, Fußmatten trocken machen, was auch immer. Eigentlich sind es Folierrakel. Messbecher für die Shampoos, ein bisschen Knetzubehör. Und so Kunststoffflingen, also alles, was irgendwie so mit Kratzen und Schaben zu tun hat, so kann man sich das merken. Stand, glaube ich, sogar auf unserem weißen Regal, was wir an der Wand hatten, stand, glaube ich, in einem Fach sogar Kratzen und Schaben. Apropos Beschriftung, auch die kommt nachträglich, weil, ich sagte es vorhin, sich bestimmt der ein oder andere Ort nochmal als sinnvoller ergibt, wir Sachen nochmal umstellen werden und erst, wenn wir sicher sind, da bleibt es erstmal stehen, kleben wir das Sticker dran. Deswegen ist das hier alles auch noch altbeschriftet. Denn hier unten, dieser Rollcontainer, der jetzt ohne Rollen hier drin steht, den finde ich super praktisch, allerdings nicht besonders schön. Da stand der vorher bei uns draußen, da waren die ganzen Polierpads, die kleinen drin. Fand ich furchtbar hässlich, aber ich muss zugeben, er ist wirklich saupraktisch, weil man halt wirklich eine schöne Ordnung in dem Schrank hat. Deswegen habe ich, kommen wir auch gleich im Polierbereich nochmal drauf, dieses Ding vorgesehen für Ordnung im Schrank und genauso hier wird er eingesetzt. Also wir haben hier oben Wattepads, Wattestäbchen, kleine Detailing-Swaps, also alles, was so da ist, um kleine Ecken sauber zu machen. Eine Pinselkiste, ja, für Innenraum und Außen, je nachdem, ob ich einen weichen Pinsel oder einen harten brauche. Fusselrolle, also alles, was damit irgendwie zu tun hat. Und darunter die große, ich war überrascht, wie viele Bürsten wir haben. Die große Bürstenkiste mit Akkuschrauberbürsten, Lederbürsten, harten Bürsten, langen Pinseln, was auch immer, Tierhaarbürsten. Also alles, was so mit Bürsten zu tun hat, ist dann hier drin. Und in der letzten Etage noch Applikator-Pads in Mikrofaser und dahinter ist auch noch Schaumstoff, muss ich jetzt nicht rauskramen. Die sind hier drin. Das wird wahrscheinlich auch so bleiben, deswegen wird es dann neu beschriftet. Lasst euch nicht von den Beschriftungen irritieren, die sind noch nicht ganz richtig. Da, wo jetzt mein Name drauf steht, ist tatsächlich noch mal ein bisschen Zubehör drin. Wenn wir Workshop-Teilnehmer haben, haben wir noch zusätzlichen Gehörschutz, Masken und auch die Filter für den Blower. Also auch wieder so eine Sammelkiste, die sich wahrscheinlich mit der Zeit noch woanders hin begeben wird, für das wir jetzt noch keinen festen Platz hatten. Denn ich sagte ja, ich will, dass alles seinen Platz hat. Und erst wenn ich die definieren kann, löse ich so eine Sammelkiste wieder auf. Die wird deswegen noch wegkommen bzw. umfunktioniert, sodass man eine sauberere Lösung hat. Hier zwischen ist noch eine kleine Tüte mit unseren Kleingeldtüten, die wir immer für die Innenraumreinigung nutzen. Das heißt, wenn wir beim Kunden im Auto Kleingeld finden, kommt es immer in so kleine Tütchen. Braucht man auch sehr regelmäßig, deswegen hier einmal in einer Tüte sozusagen. Pass auf, wir haben hier drin eine Tüte in einer Tüte. In einer Tüte. Also Tüten, also so eine Babuschka-Tüte sozusagen. Aber kommt nichts weg, liegt alles zusammen und ich weiß, wo es ist. Und das letzte Fach hier drin auch wieder recycelt, denn ich bin immer ein Freund davon, wenn man was hat, was noch funktioniert, warum soll man es wegschmeißen? Also hier, das hat Marcel raus oder hat Marcel sich überlegt, das passt perfekt rein. Das ist im Endeffekt ein Einsatz von dem Schuhschrank, wo vorher die Polierpads drin waren. Das Ding funktioniert noch. Wir brauchen hier eine Kiste, die so groß ist. Und wenn der Schrank zu ist, sehe ich sie eh nicht. Deswegen super praktisch, recycelt im Sinne der Nachhaltigkeit. Hier sind Arbeitshandschuhe drin. Also keine Einweghandschuhe, sondern nur Arbeitshandschuhe, Mechanikerhandschuhe, Montagehandschuhe. Die sind dort unten drin. Dann haben wir schon die eine Seite vom Waschbereich geschafft, wahrscheinlich nach 10 Minuten Video oder so. Also ihr werdet sehen, hier kommt noch einiges. Wir gehen nochmal auf die andere Seite, da ist nicht ganz so viel zu sehen und dann in den neu gestalteten Polierbereich. Weiter geht's auf der anderen Seite. Diese Lösung hatten wir vorher auch schon, unsere große Leiter und unsere kleinen Tritte. Auch weg vom Boden, weil alles, was auf dem Boden steht, muss man fürs Putzen wegnehmen. Je mehr ich vom Boden wegkriege, im Normalbereich oder im Ruhezustand sozusagen, desto besser kann ich hier reinigen. Deswegen weg vom Boden, genauso wie die haben wir auch recycelt. Leider, da müssen wir auf jeden Fall nochmal mit dem Schmutzradierer ran. Die sind ein bisschen
bisschen angelaufen, weil sie weiß waren, aber sie hängen auch im Waschbereich. Das heißt, Reiniger kriegen die schon von alleine ab, Sauberer kriegen wir die auch noch. Das sind unsere Arbeitsschutzkisten. Also hier haben wir gesagt, hier kommt der persönliche Arbeitsschutz rein, wird dann auch noch beschriftet. Das ist zum Beispiel meine, die kann ich euch zeigen, weil ich weiß, hier sind keine Dildos und Tangas drin. Die von den Jungs mache ich jetzt mal nicht auf. Hier ist alles drin, was meine persönliche Schutzausstattung ist. Eine Halbmaske, Gehörschutz, Filter, FFP2-Maske und Schutzbrille, das kommt hier rein. Und wir haben auch deswegen 4 einfach für Schulungsteilnehmer vorgesehen. Das ist dann das hier, wo alles einmal in neuer oder desinfizierter Ausführung drin liegt. Das heißt, wenn du bei uns zum Workshop kommst, dann kriegst du alles frisch von uns gestellt. Gönn dir gleich workshop.autolackaffen.de/workshops, also hier passenderweise die Einladung. Wir gehen mal weiter. Ja, auch hierfür war erstmal eine vorübergehende Lösung, funktioniert ziemlich gut. Das ist unsere Waschabtrennung, da stehen 2 hintereinander, die wir benutzen, wenn wir wirklich Full House haben. Wir werden das jetzt ja auch nutzen. Wir haben auch überlegt, ob wir noch eine Abtrennung wie hinter mir in die Halle ziehen, aber das wird dann sehr klein. Wir haben hier 120 Quadratmeter mit 3 Plätzen, also ungefähr 40 Quadratmeter pro Platz. Und wenn wir jetzt 40 Quadratmeter hier zumachen, dann sieht es natürlich im Video, im Bild sehr klein aus und auch so sehr gedrungen beim Arbeiten. Und wenn das dann permanent ist, ich das nicht verschieben kann, dann bin ich auch unflexibel. Vielleicht gibt es ja irgendwann nochmal eine Lösung. Es gibt ja so Spannmarkisen oder so Spannabtrenner, die man so für die Terrasse benutzen kann, die man dann an verschiedene Endpunkte fixieren kann. Vielleicht macht man sowas irgendwann nochmal, aber erstmal bleibt das hier. Es funktioniert, ist nicht das Schönste der Welt, aber passt. Die stehen jetzt hier, einfach weil hier Platz ist und sie hier nicht stören. Fürs Päuschen machen? Nein, natürlich nicht. Zum Arbeiten haben wir auch verschiedene Stühle, Hocker, die wir benutzen. Einmal ein sehr tiefer Hocker, mit dem man super Felgen machen kann. Ja, das ist der von Wiesent, gibt es aber auch von anderen Herstellern, ist so ein bisschen gebogen, dass man ein bisschen besser drauf sitzt und der ist halt wirklich relativ tief, also ich komme damit wirklich gut runter, ohne mich doll zu bücken. Wenn ich ein bisschen höher arbeiten muss, benutze ich persönlich super gerne diese Sattelstühle, das sind eigentlich Zahnarztstühle, werden auch so verkauft in 2 verschiedenen Ausführungen. Einmal ein relativ einfacher hier und auch nochmal ein bisschen, sage ich mal, aufwendiger gestaltet, mit so einer Kippgelenk oben dran, das heißt, wenn man sich neigt im Auto beim Arbeiten nach rechts und nach links, da kippt der Stuhl mit, also sehr rückenschonend, lässt sich auch relativ hoch noch fahren, macht sich besonders gut, wenn man auf der Bühne den Wagen hochfährt und die Schweller poliert und es nicht im Stehen machen will oder kann, weil man nicht höher kommt mit der Bühne zum Beispiel, sind aber schweineteuer, muss ich dazu sagen, deswegen ja, ein bisschen vorsichtig damit sein und wie gesagt, der hier ist nicht so teuer, ist aber auch trotzdem sehr praktisch. Hier ist der erste unbestückte Arbeitswagen, also die Idee dahinter ist, dass wir nicht Reiniger und alle Produkte an festen Plätzen haben, sodass man immer dorthin läuft, sondern dass man, wenn man jetzt eine Innenraumreinigung hier macht, sich einen Wagen packt mit seinem Reiniger, mit seinen Pinseln und dem ganzen Kram und den mit zum Auto nimmt und dort arbeiten kann. Und deswegen haben wir uns auch entschieden, weil es hier der Wasch- und Innenraumbereich ist, dass wir hier unsere ganzen Druckluftwerkzeuge ranmachen, weil man doch vielleicht beim Innenraum reinigen oder auch beim Trockenpusten des Autos merkt, ah, ich brauche doch mal einen Tornado oder nee, ich brauche doch hier lieber diese SG-Auspustemaschine oder brauche doch mal eine dünne Druckluftpistole, um zwischen die Sitze zu kommen. Und das hat man dann alles gleich bei sich. Steht, wenn es nicht benutzt wird, hier an der Drucklufttrommel, sodass man das auch trotzdem gleich benutzen kann. Also ein bisschen Multifunktion. Finde ich sehr praktisch, gerade mit diesen ganzen Haltern. Das ist übrigens der Chemical Works Arbeitswagen. Finde ich super mit den ganzen beigelieferten Haltern, dass man sich das hier so hinbasteln kann, dass die Pistolen hier gut dran hängen und man sie immer griffbereit hat. Jetzt geht's rüber. Ich muss mich noch dran gewöhnen, denn normalerweise wäre ich hier durchgegangen. Das haben wir jetzt geändert, weil jetzt hier alles steht. Werdet ihr auch gleich drüben sehen. Deswegen müssen wir jetzt auf die andere Seite durchgehen. Haben den Vorhang erstmal abgeschnitten. Ja, da ist auch bald ein neuer fällig. Da sind wir uns aber noch nicht ganz sicher, was wir machen. Deswegen auch hier noch der alte. Der wird mit Sicherheit auch demnächst ersetzt durch einen etwas dickeren Vorhang. Komme ich aber zu, wenn es soweit ist. Das ist ja hier so eine normale Plane, die wir genutzt haben. Und da sieht man auch schon zwischendurch an den Stellen, wo es viel belastet wird, knickt und bricht die. Deswegen haben wir die jetzt hier einmal abgeschnitten, dass man hier durch kann. Ach ja, Mo, du musst noch mal herkommen. Wir haben hier noch was versteckt. Hätte ich fast vergessen, weil es so halb hinterm Vorhang ist. Hier ist der Schlauch vom Blower. Hat passenderweise, hier waren 2 Gewinde drin, die konnten wir gleich nutzen, mussten also nicht in den Schrank bohren. Der Schlauch dran und auch gleichzeitig die alternative Düse zum Trockenpusten, auch alles hier an einem Ort. Vielleicht hängen wir die Filter hier auch noch ran, dann haben wir alles zusammen und ist immer griffbereit. Ja, das habe ich vergessen. Jetzt waren wir in dem Bereich, wo alles sauber gemacht wird und gereinigt wird. Und jetzt wird es richtig spannend. Wir gehen in den Polier- und Aufbereitungsbereich, denn Polieren, Versiegeln und Lederaufbereitung findet in der Regel da hinten statt. Und da nehme ich euch jetzt mit. Ich gehe schon mal vor, ihr könnt gleich nach. Willkommen im Polierbereich. Kleines, aber wichtiges Gimmick, der Spiegel da oben. Wir sind nämlich schon ein paar Mal gegeneinander gerannt und haben gesagt, komm, Spiegel löst das Problem. Deswegen ist der da, falls du dich das gefragt hast. Ansonsten fangen wir gleich mal hier an der Wand an. Die kommen noch weg, weil hier kommt noch ein Schrank hin.
den wir noch nicht bestellt haben. Und was in diesen Schrank kommt, dazu komme ich ein bisschen weiter da drüben. Deswegen ignorieren wir das mal, Trockeneis. Und der Sauger steht auch nicht permanent hier. Wir hatten gerade eine Innenraumreinigung, deswegen haben wir den noch nicht weggebracht. Ansonsten geht es hier drüben weiter mit unserer neu gestalteten Polierwand. Ich würde sagen, erstmal einmal in ihrer vollen Schönheit neu eingerichtet, ein bisschen umgestaltet. Und auch mal wieder ordentlich verkabelt, da kommen wir gleich auf jeden Fall zu. Wie gehabt, hier unsere Coating-Kontrolllampen, nichts Spannendes, nichts Neues. Und hier noch, wie gesagt, etwas leerer Platz. Da werden vermutlich die schon mal gewaschenen und noch nicht neuen Poliertücher reinkommen. Hier unten sind neue Poliertücher und Coating-Abtragstücher natürlich auch neu drin, dass man die sauber trennt und immer weiß, habe ich ein neues oder ein schon mal gewaschenes, weil für viele Anwendungszwecke ist das wichtig. Jetzt kommt die erste große Neuerung und zwar der Sonax Polierwagen stand vorher auf der anderen Seite, steht jetzt hier. Und wir haben versucht, alle unsere Polituren, zumindest die, die wir regelmäßig benutzen, hier drüben einzuräumen, sodass man möglichst für das Bestücken seiner Polierwerkzeuge nicht mehr quer durch die Gegend rennt. Vorher war es so, ich habe mir hier eine Maschine weggenommen, beziehungsweise es gab es noch nicht, habe mir da drüben eine Maschine weggenommen, bin dann hier runter zu den Polierpads gegangen, bin zur anderen, oder habe mir dann hier die Politur genommen, bin zur anderen Seite gegangen, habe mir eine andere Politur genommen. Also es war irgendwie alles quer verteilt, das haben wir jetzt hier alles an einem Punkt, sodass die Polierwand jetzt wirklich eine wahre Polierwand ist. Genau, im Wagen sind hauptsächlich die Polituren tatsächlich drin, noch so ein bisschen Kram, den man auch braucht, Markierstifte, um Kratzer nochmal zu markieren, ein Kotflügelschutz, damit wir, wenn wir einen Kotflügel polieren oder der Kotflügel schon poliert ist und wir sehen, wir müssen doch nochmal auf die Haube oder aufs Dach, können wir den einfach rüberlegen und zerkratzen mit unseren Klamotten nicht den Lack. Dafür ist der da. Also auch ein Tool, was man beim Polieren oder im Rahmen des Polierens braucht. Hier drunter ist nochmal allerhand Zubehör drin. Hier haben wir Klebebänder gemacht. Auch einmal wieder ordentlich sortiert nach Größen, dass man wirklich die ganzen Klebebänder nicht alle durchgucken muss, sondern sie einfach vernünftig sortiert sind. Und hier unten nochmal so ein bisschen Zubehör für die PXE, für die Ibrid, verschiedene Stützzeller für die rote Handpolierpucks, kleine Fläschchen für Lack zum Nachtupfen, also für Klarlack oder Basislack, wenn man mal einen Steinschlag repariert und noch ein paar Polituren, wobei da drüben auch noch Platz ist. Letztes Teil hier unten noch unsere Wellen. Einmal die Flexwelle für die PXE und die Rotorwelle. Alles an einem Ort, sodass man wirklich nicht mehr durch die Gegend rennen muss, alles sucht, sondern wenn man sich einmal den Wagen bestückt, alles gleich griffbereit hat. Nächster Punkt ist keine Neuerung, aber wirklich mal wieder neu gemacht. Die ganzen Kabel sind wieder ordentlich verlegt. Wir haben alle möglichen Ladegeräte wieder ordentlich angebracht. Das war schief, das hatte gar keinen Platz. Das mussten wir tatsächlich hier mit Kabelbindern anbringen, weil es keine Vorrichtung hat. Aber es hängt jetzt hier erstmal. Die ganzen Akkus stehen wieder ordentlich da. Die Lampen, wobei die hier falsch ist. Denn diese Konstruktion hat sich der liebe Moore ausgedacht. Finde ich top. Mit Haken einfach die ganzen Kopflampen aufgehangen und hinten lang, also durch die Wand hinten lang die Kabel geführt, dass das hier nicht alles so voll hängt, sondern einfach ordentlich und sortiert ist. Macht einfach mehr Spaß, so eine Lampe dann zu benutzen und auch wieder wegzuhängen ordentlich und nicht einfach irgendwo hin zu flanschen. Hier das ganze Thema Akku und Lampen, hier drüben auch die Innenraumleuchte. Ach übrigens, die Grundidee, das Ding haben wir ja schon relativ lange, hatte unser ehemaliger Mitarbeiter der Tobi. Falls du die Videos noch guckst, liebe Grüße an dich und danke dafür nochmal, wir nutzen sie immer noch gerne. Haben sie jetzt einmal nochmal neu arrangiert. Natürlich auch ganz wichtig, unsere Poliermaschinen und die Schleifer jetzt auch an einem Ort. Wir haben die ein bisschen getrennt. Hier hauptsächlich Flex auf der Ecke, da drüben hauptsächlich Rupes. Da kommt auch noch einer mit dran, da fehlt nämlich noch eine, ist bestellt, aber noch nicht geliefert. Deswegen haben wir jetzt wirklich einmal sauber Poliermaschinen, Polituren, Licht und was brauchen wir zum Polieren noch? Polierpads und dafür müssen wir mal eine Etage tiefer. Jetzt greife ich das Thema Schrank kommt noch auf, denn ich habe es vorhin schon mal gesagt im Waschbereich, ich finde diese Dinger super praktisch, aber nicht besonders schön. Die Teile kommen ohne die Rollen in den noch zu kaufenden Schrank da vorne. Deswegen habe ich sie gekauft. Sie stehen jetzt, wie gesagt, hier nur vorübergehend. Der Platz wird danach dann frei sein. Warum habe ich jetzt 4 Stück? Ich wollte auch, dass wir das hier ordentlich und getrennt halten, sodass man nicht Pads sucht, sondern weiß, okay, hier sind meine Finish-Pads drin und auch sortiert nach Größen. In dem Fall hier unten nochmal Wachspads. Dann hier große normale Finish-Pads, verschiedene Art, aber halt Finishing-Pads. 80er und Mini-Pads, also 30er, 50er hier oben drin. Das ist hier durch die Wachspads nicht ganz so sauber getrennt, aber hier dann weiter Medium, die großen und auch die Rupes Medium-Fell-Pads. Hier normale Medium-Pads, in dem Fall Sonax Gelb oder auch Rupes Gelb. 80er gemischt, Mini-gemischt. Und so zieht sich das durch, sodass wir verschiedene Kategorien haben. Finish, Medium, Cut, Fell. Und damit haben wir eine saubere Trennung. Wenn das dann in den Schrank kommt, die passen nämlich 2 nebeneinander perfekt in den Schrank.
zwei passen nochmal oben drüber. Das heißt, wir haben eine optimale Ausnutzung und dann oben noch ein Fach, wo dann auch noch mal ein bisschen Polierzubehör, wie die Sachen, die jetzt hier noch drin sind, zur Verlängerung und sowas jetzt hier alles noch provisorisch liegt oder vorübergehend liegt, kann dann auch weg. Wenn der Schrank dann da ist, dann bin ich 100% happy. Die stören mich noch ein bisschen, aber wie gesagt, ist ja nur vorübergehend. Der Sonic-Wagen ist auch nicht neu, den haben wir auch schon relativ lange. Der stand immer vorne vor dem Tor, der steht jetzt hier hinten, hat seinen festen Platz, kann natürlich auch bewegt werden, wenn man ihn jetzt regelmäßiger braucht, aber passt hier gut hin. Hier oben ist noch so ein paar Sachen, die wir beim Umbauen, Aufbauen, Abräumen übrig haben, wo wir noch gucken wollen, brauchen wir die Schraube noch für irgendwas, haben wir die irgendwo vergessen. Wenn nicht, kommt sie weg, aber deswegen liegt das noch hier. Ja. Genau, der Sonic-Wagen ist ja so aufgebaut, dass die oberen Fächer oder alle Fächer bis auf die letzten beiden schon fertig bestückt sind. Hier ist übrigens auch unsere Liste. Es fehlt nämlich ein bisschen Werkzeug nach 5 Jahren. Hier unten sind dann noch 2 leere Fächer, die wir aktuell so ein bisschen, ja, vollgeknallt haben mit verschiedenen Dingen, die aber irgendwie mit dem Thema Umrüsten und Bauen zu tun haben. Ne? Also wir haben hier einen anderen Deckel von der Trockeneismaschine, wenn man den mal umrüsten muss. Wir haben noch ein paar Halter übrig, die wir vorne haben. Das ganze Bohrzubehör, wobei der abgebrochen ist und der Müll kann. Und alles so Dinge, die ja irgendwie eine Umrüstung bedeuten. Ne? Noch ein paar Haken oder hier für die Trockeneismaschine noch eine Lampe. Also alles, was jetzt nicht direkt benutzt wird, sondern zum Umbau verwendet wird. Ganz unten haben wir noch mal mehr Werkzeug. Sowas wie Kabelbinder, Wasserwaage, Reifenfüllgerät, Schraubendübel, unser Klebebandhalter, also auch wieder Dinge, die nichts mit der Fahrzeugaufbereitung an sich zu tun haben, die wir aber regelmäßig brauchen und die wir auch im Griff weiter haben wollen und nicht zu weit wegräumen wollen. Während wir hier drehen, wurde uns gerade ein Paket nach hinten gebracht, was vorne abgegeben wurde und ich glaube, ich weiß schon, was es ist. Wie eben angekündigt, der fehlende Poliermaschinenhalter, jetzt ist er da, kann er montiert werden und dann ist die Poliermaschinenwand auch komplett. An unserer Waschecke hat sich nicht viel geändert. Wir haben einfach mal ein bisschen aufgeräumt, aber ist nicht neu, aber habe ich, glaube ich, auch noch nie gezeigt. Das hier ist eigentlich für einen Gastrogeschirrspüler ein Einsatz, wo man, ich glaube, Gläser reinstellt wahrscheinlich. Ja, würde ich sagen. Das haben wir umfunktioniert zum Pet-Trocknungsgerät. Keine Ahnung. Nach dem Waschen kommen die Pets oder nach dem Trocknen, je nachdem, kommen die Pets hier rein. Sie stehen alle einzeln. Sie liegen nicht, das heißt, alle Seiten können trocknen. Funktioniert relativ gut. Trockentuch drunter, dass man die Waschmaschine nicht so vollsaut und dann, ja, passt das. An der Stirn der Halle hat sich ein bisschen was getan. An sich ist die Wand oder die Arbeitsplatte mit den Schränken darunter stehen geblieben. Der große Schrank, wie gesehen, ist nach vorne in den Waschbereich gerückt. Wir haben alles ein bisschen umgeräumt, umsortiert. Da hinten ist jetzt die private und Kameraecke. Da ist jetzt nicht so spannend rein zu filmen, aber hier vielleicht. Ich habe das Thema Versiegelung mir ein bisschen organisiert und mir überlegt, wie kann man es machen. Und da die meisten Flaschen wirklich klein sind, habe ich so kleine Kisten geholt, die wirklich genau in den Schrank passen von der Tiefe und alles so ein bisschen einsortiert nach verschiedenen Kategorien, nach Herstellern, dass man da einen Überblick hat und genauso hier neben die anderen Versiegelungen, die ich regelmäßig im Zugriff haben will, Wachse, Polymerversiegelung und eine Felgenversiegelung, also alles, was da nicht Keramik ist. Hier drunter haben wir noch 2 Kistchen stehen, die aufeinander stehen, weil man die untere nicht so oft braucht. Das sind so, ja, Mikrofaserapplikatoren für Wachse oder auch für die eine oder andere Keramik und unsere Schaumstoffrollen für Cabrio-Verdeckversiegelung und dann noch ein Kistchen mit Keramikversiegelungszubehör, also die ganzen Suede-Tücher, Auftragsblöcke und Pipetten zum leichteren Dosieren. Die sind ja auch alle drin, haben hier ihren Platz gefunden. Auch wieder thematisch geordnet, sodass man sich einmal seinen Arbeitswagen packen kann. Wir gehen nochmal eine Etage tiefer. Hier drüben ist das Thema Stoffversiegelung, also die Cabrio-Verdeckversiegelung, in dem Fall Sonax und Colorlock. Und da hinten passend zu den Stoffrollen noch unsere Wanne, mit der wir das benutzen und die Bügel, die Rollbügel. Und hier ganz unten, das ist eine Lösung, die mir gefällt, weil bei so einem Schrank ist der Nachteil, alles, was hinten steht, kommt man nicht ran. In dem Fall hier auch. Hier sieht man schon, wenn ich jetzt da hinten eine Flasche haben wollte, müsste ich hier alles ausräumen, alles halb umschmeißen, damit ich da rankomme. In dem Fall egal, weil es alles das gleiche Produkt ist. Aber jetzt hier unten steht es ein Fetter. Wenn ich einen anderen Fetter haben will, nutze ich den Schrank nicht aus oder muss ihn immer komplett ausräumen, bis ich an eine hintere Flasche komme. Deswegen die Lösung für Faule, einfach eine große Kiste, wo nichts drin umfällt, großartig. Ich kann einfach reingehen. Wenn ich wirklich gar nicht weiß, was hier drin ist, beschrifte ich mir die Sachen noch von oben. Aber hier erkenne ich es ja an der Flasche. Ich erkenne die Nanolex-Flasche und weiß, das ist Ex oder Optimizer, ne, und gucke dann einmal drauf, weiß, was ist. Ich weiß, dass die Flaschen der Entfetterschaum von Car System sind und weiß, dass das hier Prepare ist. Also da gewöhnt man sich dran. Sonst könnte man es auch noch beschriften. Und auch wenn ich dann fertig bin, wieder rein. Es fällt nichts um, es steht alles noch. Und, ne, also ist relativ praktisch, fällt doch was um, aber es fällt halt nichts im Schrank um, das ist, was ich sagen wollte, sondern es bleibt alles in der Kiste.
Hier steht noch ein Sonax-Wagen. Wir haben den jetzt nicht schnell rübergeschoben, sondern es ist der zweite. Es ist mein Mastertrainer-Schulungswagen, den ich so im täglichen Einsatz nicht brauche. Deswegen habe ich ihn einfach weiter funktioniert als Tisch sozusagen, als Druckertisch. Ja, Getränkehalterung. Das, was da drin ist, ist wirklich Sonax-Schulungskram. Also jetzt nichts, was ich im Alltag brauche. Aber ich will ihn trotzdem hier haben, wenn Schulungen sind, dass ich ihn zugriffsbereit habe. Und damit er nicht einfach im Weg steht, habe ich ihn quasi als verlängerte Arbeitsplatte oder Arbeitstisch benutzt. Hier unten auch noch eine kleine Neuerung. Wir hatten immer den Fall, dass wir natürlich viele Produkte zum Testen da hatten oder um Videos zu machen oder um ja, Feedback an Hersteller zu geben. Und die sind dann meistens in dem Bereich einsortiert worden, wo auch eine ähnliche Kategorie steht. Das heißt, wenn ich einen Felgenreiniger zum Testen bekommen habe, kam er vorne im Waschbereich zu den anderen Felgenreinigern oder nach hinten zu den anderen Felgenreinigern ins Rückstelllager. Jetzt ist es so, wenn man den dann sucht, im besten Fall findet man ihn, im schlechtesten Fall nicht. Aber auch wenn man ihn dann nicht mehr sucht, weil man ihn einfach nicht mehr braucht, weil das Video fertig ist, das Feedback gegeben wurde, was auch immer, bleibt er meistens da stehen und gammelt dann rum. Wir haben wirklich Produkte gefunden, die haben wir vor Jahren mal getestet. Deswegen lange Rede, kurzer Sinn. Ich habe mir einfach eine Kiste gemacht, wo alle Tests und Videoprodukte jetzt hier reinkommen. Dann weiß ich, wo sie sind und kann sie zwischendurch mal die Kiste aufmachen, gucken, was ich davon noch brauche und was ich dann vielleicht auch mal an euch verlosen kann. In dem Bereich haben wir einfach genutzt, um unseren Flipchart anzulehnen, den wir regelmäßig für Schulungen brauchen oder auch für Videos, um was zu erklären. Die Stühle, ja, kann man natürlich überall hinstellen, aber hier stehen sie am wenigsten im Weg. Und wir gehen jetzt nochmal rüber zu meinem eigentlichen Herzstück dieser Aufräumaktion im hinteren Bereich. Und zwar, das ist der Lederarbeitsplatz, so will ich ihn einfach mal nennen. Hier übrigens nochmal der Vollständigkeit halber. Der zweite Arbeitswagen, wir haben ja vorne einen Zwischengang oder an der Trennwand gehabt, wo die ganzen Druckluftwerkzeuge dranhängen. Hier ist nochmal ein zweiter, der leer ist, den man sich bestücken kann, wie man möchte. Und ein dritter Polierwagen ist gerade schon drüben bei Marcel im Einsatz. Dann gehen wir jetzt rüber zum Lederbereich. Und hier hat es wirklich, 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 wirklich viel gebracht. Einmal unsere neueste Errungenschaft. Günstiges Tool, aber enorm hilfreich, Ultraschallreinigungsbad. Damit machen wir jetzt die Lederlackierpistolen sauber. Ich habe damit auch schon mal eine Lederbürste sauber gemacht, also wirklich mega. Das Ding hat nicht mal 40 Euro gekostet und macht wirklich richtig, richtig gut sauber. Selbst eine Pistole, die ich schon mal von Hand gereinigt habe, wurde da nochmal sauberer. Das war ein kleines Upgrade, was wir uns gegönnt haben und lohnt sich wirklich für jeden, der Leder macht. So ein Teil, top. Hier haben wir auch wieder Rollcontainer verarbeitet, die haben wir da auseinandergenommen und haben da verschiedene Dinge reingemacht. Die Idee dahinter war, dass wir diesen Tisch hier so einrichten mit Werkzeug oder mit Produkten, die wir beim Lederfarbe mischen oder beim Vorbereiten der Reparatur brauchen. Das heißt, das sind natürlich alle unsere Farben, die wir zur Farbe mischen benutzen. Das sind die Pistolen, die wir hier vorbereiten und die ganzen Additive, Klarlacke, also alles, was ich hier irgendwie in einem Becher mache und dann erst damit zum Auto gehe. Genauso die ganzen Sachen, die ich hier brauche, wie die Farbmischräder. Hier meine Airbrush-Pistolen oder das Reinigungswerkzeug, das ist jetzt für die Lackierpistole ein Aufsatz. Also wie gesagt, alles, was ich vorbereitend benutze und nicht unbedingt am Auto brauche, Schwämme zum Farbe testen und mischen. Hier drüben noch Urinbecher für kleine Anmischungen, die Schrauben zum Durchmischen, Deckel und so weiter. Spritzen, Kanülen, Pipetten, Holzstäbchen. Und hier unten kommen dann noch die ganzen Tücher rein, die sind jetzt gerade noch in der Wäsche, die wir auch hier benutzen. Hier ist so ein bisschen Rückstelllager für alles, was wir auf dem Wagen, zu dem ich gleich komme, haben, brauchen. Einmal die Polierpads, von denen man wirklich immer ja, gar nicht so viel braucht, aber von den Schleifpads, von denen man wirklich viel verbraucht und deswegen wir auch immer relativ viele im Zugriffsbereich haben. Ganz unten in meinem Ledertisch sozusagen sind dann noch Rückstellgebinde, also Lederreiniger, hier in dem Fall zum Beispiel Lederreiniger und alle Produkte, die ich sozusagen einmal schon ausgerüstet habe, aber zugriffsbereit haben will, weil sie oft leer sind. Genauso wie hier drüben alles, was Farbe betrifft, die großen Gebinde der ganzen Farben zum Nachfüllen. Und hier in der Schublade noch verschiedene Füllstoffe, Prägematrizen, Abdeckmaterial, also auch alles sowas. Hier nochmal ein paar Messer, also Skalpelle, also auch Nachfüllprodukte, die ich mir aus dem Tisch nehme, wenn ich sie brauche. Und jetzt ist natürlich die Frage, wohin fülle ich die denn nach? Und da kommt jetzt wirklich etwas, worüber wir uns einen Kopf gemacht haben und Gedanken gemacht haben. Und den Flex-Polierwagen umfunktioniert haben, nämlich zum Lederarbeitswagen. Das ist tatsächlich der Trolley, der mit ans Auto kommt, sodass wir da alles drauf haben, außer natürlich die anzumischenden Farben und Klarlacke. Aber alles, was wir brauchen. Wir haben hier, also ihr könnt oben mal reingucken, wie gesagt, diese kleinen Kistchen, die haben mich wirklich, boah, das hat mich so gefreut, als ich die gefunden habe und bis ich alles eingeräumt habe. Sowas macht mir richtig viel Spaß. Ist alles wirklich sortiert, Spachtel, Schneidwerkzeuge, Füllstoffe, sage ich mal, Prägematerial, Pinzetten, Nadeln, wobei die hier jetzt falsch liegt. So, die liegen hier alle falsch.
Nadeln, Zahnstocher, Prägekartuschen und sonst so Zeug. Stifte, GLD-Stift und so, was man nicht so oft braucht, aber was irgendwie auch dazu gehört. Lederreinigungsbürste, Schleifpad, Polierpad, also alles, was ich so benutze, habe ich hier zugriffsbereit. Hier drüben passt genau der Föhn rein in die eigentliche Coatingflaschenhalterung, aufgerollt, sodass man den auch immer gut mitnehmen kann. Während wir eine Etage tiefer die ganzen Flaschen hingestellt haben, Lederreiniger, Fettlöser, Spray, Versiegelung, Protektor, Lösemittel, also all das, was man am Auto so braucht. Mit Absicht eine Etage tiefer, weil diese Flaschen, dadurch, dass sie alle unterschiedliche Größen haben und auch Form haben, wir sie nicht irgendwie in einen Halter stellen konnten. Und es sieht eine Etage tiefer einfach ein bisschen ordentlich aus, als wenn die direkt oben drauf stehen. Ganz unten dann sind ja noch weitere Werkzeuge. Der Kompressor, da liegt meistens noch ein zweiter Föhn mit drin. Der Farbscanner, den man am Auto braucht, eine Packung Schwämme, Schlaufenkompressor und so ein kleines so ein Werkzeugtray, wo man sich ein bisschen Werkzeug reinlegen kann, wenn man das irgendwie im Auto mal braucht. Da kann man den Wagen nämlich schlecht mit reinnehmen. Das ist alles hier ganz unten. Und dann seht ihr hier, Klebebänder hängen ja auch außen dran. Und hier haben wir nochmal eine kleine Workstation mit einer verbundenen Mehrfachsteckdose, die direkt hier dran ist mit einem Kabel, mit einer Halterung. Das Kabel soll eigentlich nicht hier oben dran sein, sondern hier unten rein. So. Mit einer Halterung für die Airbrush-Pistolen, dass man sie ablegen kann und auch für die große Lackierpistole oder auch den Föhn kann man hier mal einklemmen, wenn man mal ein bisschen tiefer arbeitet. Also im Endeffekt ein Arbeitswagen, den man so mit ans Auto nimmt und einfach die komplette Lederreparatur durchziehen kann, ohne 140 mal rennen zu müssen. Last but not least hat das Schild von dem lieben Thomas, das er uns geschenkt hat, danke nochmal dafür, wenn du das siehst, auch nochmal einen neuen Platz hier oben in der Ecke gefunden, leuchtet hier fröhlich im Blau vor sich hin. Und das letzte Tool, letzte Werkzeug, was wir noch haben, ist unsere Absaugung, die ursprünglich hauptsächlich fürs Polierpad auspusten gedacht war, sich aber auch hervorragend macht, bei Lederarbeiten den überschüssigen Farbnebel oder generell Produktnebel abzusaugen, funktioniert damit ganz hervorragend und damit haben wir es auch schon geschafft. Das war die Roomtour in der neuen oder neu renovierten Autolackaffenhalle. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Auf jeden Fall fühlen wir uns jetzt hier wieder richtig wohl. Das macht wieder noch mal mehr Spaß zu arbeiten. Man weiß, wo alles ist und ist einfach gemütlicher, aufgeräumter, cleaner. Farbkonzept vorne gefällt mir auch mega gut. Schreib gerne noch in die Kommentare, wenn du noch einen Tipp für uns hast, was wir optimieren können oder irgendwie einen Link zu irgendwas, was einfach das Ganze noch mal kompakter, besser, sinnvoller macht. Wie gesagt, die Lagerorte werden sich mit Sicherheit hier noch mal ändern. Zum Thema Lager, wir haben auch noch ein Rückstelllager hinten. Da stehen so Sachen bei, die wir wirklich selten brauchen, beziehungsweise auch Werk oder Tools, die größer sind. Ich würde sagen, den gehen wir auch noch mal gucken. Ich warne euch vorab, da ist es ein bisschen unordentlicher, aber ich würde sagen, wir gehen da trotzdem jetzt mal hin. Willkommen in unserem Rückstelllager. Das ist so eine kleine Regalwand, die wir hier noch nutzen dürfen. Eigentlich das Wichtige ist hier die untere Etage, denn dort haben wir verschiedene Werkzeuge oder Maschinen hingestellt, die wir zwar regelmäßig brauchen, die aber sehr viel Platz wegnehmen und sich sonst wie so Hühner auf der Stange an der Hallenwand aufreihen. Deswegen steht der Dampfreiniger, unser großer Sauger, den wir hauptsächlich für den Boden benutzen. Das ist der Innenraumwagen, also gar nicht dazu gedacht, den mitzunehmen und Innenräume zu machen, sondern die ganzen Innenraumprodukte stehen hier drauf, dass man sich die mitnehmen kann. Die Trockeneismaschinen, Ice Blow Dry Ice steht da unten, Lederwerkzeug für die Schulung, unser Kärcher Sprühextraktionssauger, also all die Maschinen, die für die Halle zu groß sind, sind nochmal hier. Genauso wie Nicht-Waschgebinde, also Kanistergebinde, die wir nicht für die Fahrzeugwäsche brauchen, sondern zum Beispiel ist eine Politur oder ein Glasreiniger, das steht alles hier. Und dann noch alle möglichen Kisten mit Produkten drin, die wir im Alltag nicht häufig brauchen, aber auch nicht weggeben, verschenken oder verkaufen wollten. Nachsteller für Handschuhe, Reifentüten, verschiedene Becher für die Lederreparatur, andere Schleifpads, Baumaterial, Schleifprodukte für den Lack, Kundenprodukte, die wir den Kunden mitgeben können, also all mögliche Sachen, die jetzt keinen festen Platz drüben haben, sind alle hier drin. Es ist alles beschriftet, sodass man sich auch merken kann, was drin ist und auch noch in 3, 6, 12 Monaten weiß, wo ich was finde, was ich vielleicht nur einmal oder zweimal im Jahr brauche. In diesem Sinne mache ich es jetzt gar nicht unnötig länger als sonst. Lass gerne einen Daumen hoch da, abonniere den Kanal und drück die Glocke, um kein Video zu verpassen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Haut rein!